Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ja live. Oh. Ja, man kann mich sehen. Wuhu. Hallo. Stimmt, etwas Verzögerung ist echt mit drin. Guck mal heute mit Absicht nicht dahin, sondern hierhin. Das Chatfenster dort geht. Oh nee, Quatsch, ich sehe das dort ja gar nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Komisch. Ich kann ihn selber sehen. Ich kann mir selber quasi zugucken. Hier, da. Es ist ein bisschen Verzögerung drin, aber das ist nicht schlimm. Ein bisschen Verzögerung ist immer drin. Ich muss das nur beim Sprechen bedenken. Ah, oh, ich komme hier gar nicht durch und ich habe hier Obsidian benutzt. Nein. Ist es jetzt doof? Nee. Genau. Kommt die Kartoffel hin. Nicht wundern, es ist heute auch nur ein kleiner Teststream und ich. Ups. Und ich sortiere hier etwas mein Lager. Nicht. Ja, nicht öffnen, solange das Obsidian. Oh, ich habe doch gar keine Dia-Spitzhacke. Wie soll ich das Obsidian hier die ganze Plattform komplett weghauen? Ah. Geht das heute echt nicht? Hier. Bei mir steht drin ist live und. Ui. Ein zweiter Zuschauer. Hört man mich überhaupt? Das ist etwas unschön, wenn man hier im Chat keinen drin stehen hat. Zuschauerliste. Du. Ich. Uhu. Na gut, dann mache ich mal das den Chat wieder nach draußen. Hallo Chat. Zeigt euch hier gar nicht an. Ah, ich muss das bestimmt nach. Genau, ich muss das nach da oben machen. Ob man das allerdings jetzt so gut lesen kann, weiß ich nicht. Kannst du den jetzt sehen? So, Ofenkartoffel kommen hier rein, die normalen Kartoffeln da. Ja, hier kann ich ja nichts reinpacken. Ungünstig, sehr, sehr ungünstig. Ohne Pilz. Pilzsuppe wird hier einsortiert. Zack. Ist doch auch so, ja, Pilzsuppe. Yay! Super! Wuhu! Allerdings, hört man mich? Gut, Geräusche sind, werden zumindest angezeigt.
Aber du schreibst wahrscheinlich nichts in den Chat jetzt, oder? Kannst du vielleicht dort mal kurz mal Hallo schreiben, wenn du auch den Ton hörst? Gute Nacht, Schnädel. Schlaf schön. Viel Spaß morgen auf der Arbeit. Ich weiß, das hörst du jetzt gar nicht, weil du gar nicht zuguckst. Aber wer weiß. Kaninchenragout. Schüssel. Dankeschön. Ah, er hat ein Hallo geschrieben. Vielen Dank. Dankeschön für das Hallo. Gut, dann funktioniert das ja soweit. Wie genau hat sich etwas an der Verzögerung verändert im Vergleich zu gestern? Also ist es jetzt besser geworden oder schlechter? Weil ich habe ja was verändert von den Einstellungen her. Versuch mal drauf zu achten zwischen Bild und Ton und Gequatsche so, die Verzögerung wieder so wie gestern eine Minute oder so geht oder ob sie vielleicht nur noch eine halbe geht, falls du das einschätzen kannst. Und schreib mir das dann bitte in den Chat. Ach, ist besser geworden, danke. Also nicht mehr so lange. Hurra! Ja. Das ist super. Und wie gefällt dir der Rahmen? Ich habe versucht, was Weihnachtliches hinzulegen. In dem rechten oberen Fenster ist das Chatfenster, aber solange keiner da schreibt auf Twitch, da ist das Fenster leer. Überlege, ob ich das so lassen soll oder so. Ja, ein bisschen Verzögerung ist, denke ich, immer drin. Besonders als Twitch-Anfänger wird da nichts besser werden. Ich denke mal, dann müsste ich schon einer von den Großen sein, damit sich Twitch selbst dahinter hängt, um an der Verzögerung was zu schrauben. Oder so ein Turbo-Mitglied wie Archery zum Beispiel, das könnte auch funktionieren vielleicht. Weiß ich nicht. Aber es ist gut. Bild und Ton sich verändern, also verbessert haben, beziehungsweise das Zusammenspiel zwischen beiden. So. Goldenen Apfel. Hier haben wir einen Verzauber. Kann so nicht schreiben, wenn die Maus da drauf ist. Golden. Ja. Apfel. Weiß gar nicht, ob man diesen hier noch craften kann. In der 1.8 konnte man den noch craften. Glaube, jetzt ist der normale Goldapfel nicht mehr craftbar. Und ich kann das alles hier nicht eintüten. Genau. Alles nur ich. Wohl, stimmt, ich hatte doch in dieser Spendentruhe hier auf Cubenation, da hatte ich doch Diamanten drin. Die könnte ich zu einer Spitzhacke machen, aber. Jetzt meine Frage an dich, Ironic Games. Was meinst du, um diese Platte hier mit die komplett aus Obsidian besteht, wie viele Diamantspitzhacken werde ich dafür brauchen? Mit einer wird doch bestimmt nicht ausreichen. Jetzt ohne Verzauberung gerechnet. Weil ich habe momentan kein Verzauberungsdrei-Buch. Ich glaube, ich habe nur Verzauberungsdrei. Nein, Quatsch. Haltbarkeit 3. Ich glaube, ich habe nur Haltbarkeit 1 und 2 momentan liegen.
Das Restessen muss ich dann erstmal eine Truhe hier unten hinstellen. Aber so wie die Reihenfolge nachher noch. So, und hier soll rote Beete hin, deswegen ist das Schild da. Nur, falls du dich wunderst. Jo, das brauche ich hier für unterwegs zum Essen, aber erstmal nur die vier. So, dann habe ich das Essen soweit umgesiedelt, aber wie schon gesagt, ich muss als nächstes diese Obsidianplatte loswerden. 8 bis 12 Diamant-Spitzhacken. Diamantspitzhacken oder Dias? Ui, ich lese gerade was im Chat. Oh. Vielen Dank. Creepercrafter. Jetzt schon ein Follower. Spitzhacken, okay, 8 bis 12. Und wenn ich Haltbarkeits-3-Buch drauf machen würde auf einer Spitzhacke, würde ich dann vielleicht nur 3 oder 5 brauchen? Was schätzt du ein? Hallo, Creepercraft zurück. Schwitz, lässt grüßen. So, da kannst du sehen. Ich mache extra ein bisschen langsamer rüber zeigen. So groß ist die Platte. Keine Sorge, da drüber sind andere Materialien. Die kriege ich mit normaler Steinspitzhacke abgebaut. Meistens ist es nachher so Prismarin, Steinziegel, glaube ich, war da noch. Da oben ist Nether, Steine oder Netherrack. Nur die eine Plattform hier, die ist Obsidian und die muss ich wegnehmen. Damit ich hier vernünftig drüber bauen kann. Osterhasen muss ich nachher auch noch irgendwie wegnehmen. Ich grüße meine Mami, meinen Papi. Ich habe Happy gelesen zuerst. Und ja, cool. Meine Homie, mein Opi und alle meine Freunde. Yay! Die grüßen dich bestimmt auch zurück. Nur, kennen sie den Kanal hier nicht. Können sie also nicht antworten. Wobei Mamis und Papis, und Opis vor allen Dingen, weiß ich nicht, ob die im Internet unterwegs sind. Es gibt welche, klar. Aber ich denke mal nicht so viele. Zumindest aus meiner Familie nicht. Vielleicht ist es bei deiner Familie anders. Und im Übrigen, wenn du dich wunderst, ja, der Schalker steht immer noch hier. Ich habe noch einen zweiten Schalker da hinten in so einem Außenlager. Hier war das Essen vorher drin und hier sind noch die Blumen und Pflanzen drin und auch die Setzlinge und Laub. Die will ich alle nach da hinten in die Ecke bringen, weil da oben die Naturecke auf meinem GS ist quasi. Mann, nee, so eine Geräusche. Dort soll nachher das Block, die Lagerfläche sein, wo ich die ganzen Blöcke, so was wie Stein und Obsidian, Netherstein, ich sag immer Netherstein, nur weil ich auf Deutsch umgestellt hatte, Minecraft, ne? Und mal eine Zeit lang Netherstein da stand. Ich glaube, jetzt steht da auch wieder Netherrack. Finde ich auch besser. Ja, ich, aber wahrscheinlich kommt meine Antwort dann zu spät. Ich hab. Birchwood. Was meinst du denn damit? Meinst du Setzlinge? Setzlinge? Oder Stämme? Oder Laub? Oder oder Laub? Oder Bretter? Ich habe, glaube ich, Setzlinge habe ich auf jeden Fall hier. Da, hier habe ich Birkenlaub drin, ist nicht so viel, aber hier habe ich ein paar Setzlinge. Wenn du Setzlinge brauchst. Der tote Busch. Genau, den lasse ich nicht, den nehme ich mit. Der wird dann gleich hingebaut als erstes. Sonnenblume kommt in die Mitte. Margarete kommt schon mal hier mit hin. So. Bretter. Ja, ich habe ein paar Schwarzeichensetzlinge.
Setzlinge habe ich. Wieder. Ja, wo bist du denn da? Oh. Dann haben wir, oh, hier haben wir schon die Setzlinge. Ja, stimmt. Sind ja sechs Setzlingsarten von Holz und dann sechs Laubarten. Genau, so war das. In ich komme gleich zum Spawn. Huch, hab falsch geschrieben. Muss ich hin? Hier kommt der Tod der nicht zu Busch dahin. Oh, dann kommt der Rosenstrauch. Das will ich noch schnell fertig machen, bevor er seine Sachen bekommt. Pfingstrose. Sonnenblume. Das ist die komische Blume wieder. Margerite. So, und der Flieder. So, dann gehe ich mal nach vorne und bringe ihm mal seine Dings. Ah, das ist dein Stiefbruder, okay. Hatte mich auch schon gewundert, hä? Er kennt meinen Kanal noch gar nicht. Ich weiß momentan nicht mal, ob ich den auf YouTube wieder freigestellt habe. Ich hatte den nämlich, weil ich hatte ja schon am Anfang des Jahres versucht, Twitch zu machen, aber da war meine Leitung noch dreimal langsamer. Da ging das gar nicht. Da hat man nur Pixelmatsch gesehen. Deswegen habe ich den Plan erstmal wieder verworfen an dem Livestream und deswegen, ich glaube, deswegen habe ich den Twitch-Link bei YouTube rausgenommen. Ich muss den, muss mal nachher nachschauen. Birkensetzlinge. Kann ich dir Birkensetzlinge geben? Du baust dann selber welche an, Ironic Games. So, und dein Stiefbruder dann wollte gerne hier wenig Laub. Setzlinge. So. So, dann ab zum Spawn. Okay, ich bin am Spawn. Hier ist noch keiner. Bin am Spawn. Truhe leeren. Ah, ich hatte heute übrigens eine Garderobenmarke in der Tagestruhe. Ah, hallo. Du wolltest Schwarzeiche. Bitteschön. So. Wie machen wir das jetzt, Ironic Games? Holst du dir das ab? Da. Oh, danke für die Melone. Nein, 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 nein. Ja, du wolltest die Birke haben. Vielen Dank und bitteschön. Und was hast du? Hey, Bruchstein. Yay. Danke. Was mache ich mit dem Bruchstein? Ich habe 50 Thronen davon voll. Ne? Danke, aber die kannst du so ruhig behalten. Die Karotte. Yay. Passt zu einem Schneemann. Ja, vielen Dank. Bitte und Dankeschön. Irgendwie, ich glaube, das Reden klappt heute schon etwas besser als gestern, weil ich mich schon etwas dran gewöhnt habe, gerade, dass ich nicht, dass ich mit mir alleine rede, aber trotzdem mir jemand zuhört. Denke ich. Oder was sagst du? Ich hoffe, der Rahmen ist nicht zu kitschig.
nicht drumherum gebaut habe jetzt. Zwar hier drin, nix. Die Truhe hatte. Ach genau, da hatte ich vorhin auch irgendwas eingeplant. Ja, klappt schon gut. Vielen Dank. Und der Rahmen lustig? Oder? So. Kindisch? Also, ja, gut. Ach. Ich glaube, dadurch wird der Livestream dann aber wieder nicht so kurz, hätte ich beinahe gesagt, sondern länger. Beim Stream mit dem Seemann und der Zuckerstange. Ich wollte ein bisschen weihnachtlich machen. Was gibt ja einen Stream, ne? Mach lieber Vollbild und dann nur an Weihnachten den Bilderrahmen. Dütütüt. Danke. Ist ja auch nur ein Test und übermorgen Weihnachten. Yay. Naja, klar. Immer werde ich den Rahmen nicht drin lassen, wobei ich den Rahmen irgendwie toll finde. Ui. Vielleicht. Fragen mal den. Nein, hörst du mal. Ja. Also zu Ostern werde ich auch auf jeden Fall so einen Rahmen machen. Ich überlege noch, vielleicht mache ich zu Silvester auch noch so einen Rahmen. Also einen extra Rahmen. Silvester. Also ich sag mal so, so einen Rahmen bei einer Spezialfolge, so wie jetzt Weihnachten, Ostern, Halloween. Auf jeden Fall. Das ist ein Muss für mich. So eine Feiertage müssen gewürdigt werden. Und wenn dann dort was kommt, dann mit so einem Rahmen. Ansonsten, im Normalspielverlauf muss ich überlegen. Vielleicht auch nur für bestimmte Projekte. Ich denke mal, in Minecraft sollte das eigentlich okay sein mit so einem Rahmen drumherum. Einigen, sagen wir mal, in Spielen, die sonst pixelig werden, wenn sie größer dargestellt werden, als sie vielleicht selber sind, wenn man jetzt ältere Spiele nimmt. Oder so ein altes Pokémon-Spiel zum Beispiel, Pokémon Rote Edition oder so. Ich glaube, das wird pixelig, wenn ich das auf Vollbild machen würde. Da ist so ein Rahmen, denke ich, gut. Minecraft denke ich auch noch, wenn ich jetzt, was weiß ich, The Binding of Isaac spielen würde oder so, dann denke ich mal, wäre wieder so ein Vollbild besser. Und ich müsste dann allerdings überlegen, ob ich den Chat reinnehme oder ob ich den nur nebenbei für mich offen habe. Das müsste ich überlegen. Aber momentan haben wir Weihnachten, deswegen gibt es einen Weihnachtsrahmen. Ups. Habe ich ein W gedrückt? Ich wollte gar kein W drücken. Nein. Stimmt, da oben lag ja noch Essen drin.
Das wollte ich doch darüber tragen. Oh, Liebringer. Ich bin gerade alles etwas durcheinander. Aber Moment. Doch. Hab Platz. Obwohl, nee. Ich lasse das noch hier drinnen liegen, weil ich da drüben ja eh keinen Anbauplatz habe gerade. Aufgrund des Obsidian-Dings. Das packe ich weg. Die Melone kann ich gleich essen. Karotte auch. Wenn dann der Hunger wieder da ist. Und dann kommen jetzt die Setzlinge dran. Genau. Düd. Ja, nun gut. Überlegen wir uns mal ein Thema. Ist der Stiefbruder gerade in der Nähe oder nicht? Also, einfach nur wegen Fragen, wie ihr euch auf Weihnachten freut. Übermorgen ist es ja schon soweit. Stimmt, da war eine Frage. Ah, die hatte ich fast vergessen. Ich wollte die doch beantworten, bevor ich hier weitergemacht habe. Ja, gut. Also ich sag mal so, heute werde ich auf jeden Fall nicht mehr in den TS kommen, dann hätte ich doch früher anfangen müssen. Dann hätte ich das gemacht, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie sich das mit Twitch, mit dem Streaming verträgt. Das müsste ich dann auch noch mal austesten. Das ist auch ganz gut. Aber ihr wärt dann in einem Stream, ne? Also man würde euch dann hören. Das müsste euch klar sein. Aber ist euch bestimmt dann auch klar. Naja. Wie gesagt, TS heute nicht, weil ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit für heute. Morgen muss ich ja noch raus. Morgen Abend muss ich noch mal weg. Und deswegen kann ich so einen Test wie jetzt frühestens 23:30 Uhr anfangen, wahrscheinlich eher 23:45 Uhr. Und dann kommen werde ich morgen, weil Freitag ist und dann Sonnabend. Dann muss ich morgens jetzt nicht so früh weg. Erst um 9 dann, da werde ich dann auf jeden Fall morgen Abend nochmal online kommen. Vielleicht auch morgen Nachmittag noch, aber da habe ich dann noch, denke ich, da werde ich dann hier noch ein bisschen mehr aufräumen und so ohne Livestream-Test. Das ist, glaube ich, etwas zu langweilig, nur zu sehen, wie jemand Kisten umräumt und hin und her räumt. Ist jetzt auch nur für einen Test. Gut. Ach, hast eh Ferien. Stimmt, hattest du, glaube ich, gestern schon gesagt, ja. Genau, du hattest es gestern mit Scratty zusammen gesagt. Nee, brauchst nicht helfen. Ich hab nicht so viel. Gut, ich hab noch ein paar Sachen zu sortieren, aber ich muss erstmal überlegen, wo ich die hinsetze. Erstmal brauche ich noch keine Hilfe, aber vielen Dank für die Nachfrage. Ich werde mich dann melden, wenn es soweit ist. Ja. So, theoretisch eine halbe Stunde läuft der Teststream schon. Ich guck mal selber auf Twitch, wie das dort aussieht. Doch, falsches Fenster. Okay, man sieht so ein bisschen ziemlich weiß der Hintergrund. Aber das ist nicht so schlimm. Ah, jetzt kam eben erst an, dass du geliftet und wieder neu gejoint bist. Das steht hier schon circa eine halbe Minute, also
Ungefähr eine halbe Minute Verzögerung hat der Stream, das ist aber, denke ich, ganz gut. Ist nicht so schlimm wie gestern. Wäre ganz gut, wenn Preetbabe heute auch wieder dabei gewesen wäre, einfach um das von zwei Seiten mal zu sehen, die nicht im selben Haus, Raum, Stadt etc. sind. Sprich mit verschiedenen Leitungen, aber geht nicht. Ist heute nicht da und Scratty ist auch nicht mehr da. Die hatte ich vorhin angeschrieben, aber die stand nur noch AFK rum. Ja, gut. Ich sag dann mal, ich werde dann mal den Test jetzt beenden, weil ich habe jetzt auch gerade kein Thema für heute weiter und nur die Kisten hier rüber zu bringen, weil mehr mache ich jetzt heute auch nicht mehr. Ich muss ja wie gesagt nachher noch weg. Deswegen zum, ich bin noch in Minecraft, auf CN in Minecraft bin ich noch etwas online, aber auf dem Stream werde ich dann jetzt tschüss sagen. Also, Stream, wir sehen uns dann beim nächsten Test. Vielen Dank und bis dann. Falls vor Weihnachten kein Test mehr kommt, dann schon mal fröhliche Weihnachten an alle, die hier zugesehen haben. Vielen Dank, euer JV Solaru.